Silber, Jonessa. Daily, daily, Jonessa. Jo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem vielleicht neuen Vlog. Ich weiß gar nicht, ob der Vlog neu ist. Wir hatten heute einen sehr aufregenden Morgen. Christina und ich, wir waren ja gestern beim Demi-Konzert und waren um 12 ungefähr zu Hause. Kurz vorher. Und der Herr hat entschieden, dass wir, dass um 4 Uhr Aufstehzeit war. Falsch, 2.30 Uhr. Ja, aber richtig aufstehen, aufstehen. Also war schon länger. Und dann dachten wir, naja gut, wir fahren zum Griffith Observatorium und schauen uns den Sonnenaufgang an. Dann haben wir uns irgendwann fertig gemacht, sind losgefahren, dann war übel Stau und wir hatten Hunger. Dann dachten wir, naja gut, dann fahren wir irgendwo hin zum Essen. Dann war die Gegend aber richtig furchtbar und dann hat Luca geschlafen. Und jedenfalls ist es mittlerweile 8:30. Wir haben noch nichts gemacht, außer dass wir Auto gefahren sind und sind jetzt wieder bei uns direkt in der Nähe an der Unterkunft und sitzen jetzt im Danny's Diner und sind einfach die ganze Zeit random mit dem Auto durch die Gegend gefahren. Also es war super sinnlos, aber jetzt sitzen wir hier und essen, wir haben jetzt bestellt und sind uns so sparen können, aber ist egal. Ja, was wir jetzt heute machen, keine Ahnung. Achso, und es war super nebelig gerade. Es war super nebelig. Richtig, richtig nebelig. Man hat gefühlt fast nichts mehr gesehen. Das heißt, es hätte auch nicht so viel Sinn gemacht, hätten wir jetzt den Stau durchgestanden und wären zum Observatorium gefahren. Also vielleicht wäre es da oben anders gewesen, vielleicht aber auch nicht. Und dann hätte es gar keinen Sinn gemacht. Ja, und was wir dann jetzt heute noch den Tag über machen, planen wir später. Ja, jetzt ist erstmal Frühstück. Alter, die Mozzarella-Sticks hier sind, warum auch immer der deinen Arm fokussiert, sind anderes Next Level. Die sind richtig lecker. Bei mir. Das will was heißen. Hi. Frühstück ist da, ich habe French Toast und Ei. Alles da. Hi. Folgendes. Ich resümiere kurz unseren Aufenthalt. Wir sind nach dem Essen wiedergekommen, seitdem haben wir nichts gemacht. Es ist jetzt 12.50 Uhr und wir haben gerade eine Phase der Übermüdung erreicht, an der man ist, wie man ist, wenn man so ist. Und was wir auf jeden Fall noch erzählen wollten ist, dass wir vorher ein Auto gefahren sind und in einer Gegend waren wir. Und es ist so verrückt, weil wir hatten alle Fenster zu am Auto und es hat so extrem nach Gras gerochen, als hätten wir ein Joint in unseren beiden Nasenlöchern. Oder? Und jetzt ist die Vermutung, weil wir alle so blemblem sind, dass wir einfach alle voll high sind. Durch das Gras. Ist Gras hier legal, ja? Ja. Und dann kannst du nochmal die Pulli-Geschichte erzählen? Ja, das, lauter bitte. Naja, wenn du halt hier in den Shop gehst und willst einen Pulli kaufen, kannst du auch sagen, nimmst du eine Tüte Gras mit? Das war voll so lustig dabei. Dein letzter Satz. Dass jeder, der Gras hat, einen Pulli hat. Richtig. Dann hat jeder, der Gras kauft, hat einen Pulli. Ja. Also entweder sind wir übermüdet oder high und übermüdet. Kann, oder dumm, kann man high werden vom Grasgeruch? Also, und? Und das würde theoretisch... Dann kann ich jetzt kein Auto fahren. Aber wenn du jetzt direkt neben dran sitzt, dann kannst du... Schwöre im Auto und es hat gerochen, als würde ich im Joint sitzen. Auf dem Joint. Also wäre ich der Joint. Und das Lustige war, Luca hat dann geschlafen und dann hat er so Geräusche gemacht, so und dann wie so, der schläft gar nicht erst, ja, mit dem Joint. Darf man Joint eigentlich sagen? Wenn du ja ein Körner bist du dann eher der lapprige, grumme Typ oder der stramme, feste? Ich verstehe das nicht, wenn ich was bin? Cannabis? Ach so. Was bin ich? Weißt du was, wir lassen es bleiben. Stramm? Es gibt Leute, die Zigaretten drehen. Machen das entweder akkurat und
fest oder so labbrig, faltig gebogen. Und du willst wissen, wie ich mein Joint drehe? Nein, wie du als Joint bist. Wie ich als Joint bin? Ja, bist du hoch? Labbrig. Also, ich hab gelesen. Wie wärst du, warte, wie wärst du als Joint? Einmal im Leben. Und du damit? Was für ein, wenn du ein Joint wärst, ja. Wie wärst du? Also, wir drei als Joint wären labbrig, fett und dünn. Ich finde, da findet jeder was Passendes. Ja, wobei ich mir eher die Bonnen, die wir gesehen haben, wenn es geht. Oh, wir haben eine wundervolle männliche Genital-Bong-Gerät. Und weibliche Genital-Gerät-Bong gesehen. Also, Regenbogen. In Kalifornien. Ja, aber ich möchte es trotzdem nicht konsumieren, aber ich glaube, ich habe schon viel zu viel konsumiert, ohne dass ich es wollte. Und vielleicht war in meinem French Toast. Hasch. Hasch. Arsch. Arsch. Ja. Das war's. Haben wir ja auch gelacht, alle so. Warum? Dann geh doch. Ja, wenn du nicht hier sein willst, geh doch. Oder hast du die Hose gemacht? Ich berichte, David möchte. Kannst du es wiederholen? Also wir kaufen für die Vanessa ein bisschen Gras. Die kann er mal durchziehen. Aber nur sie, weil... Du bist Sparta. Genau, ich kann das nicht machen. Und wir filmen dich dann dabei. Und alle können zuschauen. How to get high with your Nessa Tutorial. Heute Abend live auf Twitch. Und du musst dann dein... Wer warst du, der Dumme oder der Dicke? Der Labbrige. Der Labbrige. Du musst dann den Labbrigen Joint auf der Labbrigen verlassen. Genau, wir kaufen dann die Borgen und in das Eichelloch oben stecken wir den Joint rein. Ganz unten den Eier saugen. Auf jeden Fall. Ich muss etwas sagen. Ich kann das nicht durchführen. Oh. Weißt du warum? Warum? Ich habe nicht die Fähigkeit zu rauchen. Du musst da nur ziehen. Ja, ja, das kann ich nicht. Dann sterbe ich. Mach mal die Kombination. Kein Schlaf, Jetlag. Jetlag. Energy. Energy. Ey, morgen bist du da und bist einfach nur wie so ein Klumpenfleisch. Sie will doch Veggie sein. Auch. Du bist dann Veggie wie so ein Burger. Veggie-Klumpen. Naja, also wir können dieses Vorhaben nicht durchführen, weil ich kann nicht rauchen. Ich sterbe dann an Husten. Ich habe einmal schon gezogen an eine Zigarette. Das ist nicht Zigarette. An eine Zigarette. Damals in der Schule. Und ich kann es nicht. Und wenn aber du nur einmal ziehst, dann kannst du es ja ziehen. Nein, ich bin klein. Nicht so den Fett auch, aber so einmal, weißt du? So. Ja, dann sterbe ich ja am Ziehen. Aber wir können ja eine Ausnahme, ich kann ja so tun, als wäre ich ein Vater. Also, und dann tust du so... Einfach, weil es doch Schokolade. Als wärst du was? Cookies kaufen. Cookies. Kannst du tun, als wärst du ein Vater? Ja. Dein Vater. Einer? Ich tue... Ja! Stopp! Lass mich ausreden! Opa von dir! Du! Luca kriegt Opa einen Kuss! Ich bin der Opa! Kriegt Opa Vanessa einen Kuss? Ja. Ich traue der Sache nicht. Zurück zum Thema. Ich kann so tun, als wäre ich ein Vater, weil dann kannst du aufhören, ein Vater zu sein, kurz, und dann kannst du einen Joint rauchen. Wir machen Rollentausch. Was machst du dann? Nichts. Vater sein. Und dadurch nichts. Ja, genau. Also wie du quasi. Ich mach generell echt nichts eigentlich. Ja, siehst du? So, also wäre ich ein guter Vater. Ja. Ja, aber dann kannst du dir richtig einen durchziehen. Weißt du? Ich bin dann du. Ja, und du willst ja, dass ich mir einen durchziehe. Also bist du dann du, also bist du am Kiffen.
Okay. Sollen wir das machen? Nee. Wie, nee? Okay. Warum nicht? Aber ich will mal du sein. Warum? Ich weiß nicht. Dann wäre ich einfach witzig. Findest du mich witzig? Ja, dann bin ich so Auto fahren wie du und... Schlecht. So das Auto mit Kugel zumachen. Und... Würdest du gut Englisch reden können? Mhm. Und kiffen. Papa. Ja! Naja, ich muss echt mich jetzt fertig machen. Och, Leute. Wir sind da am Santa Monica Pier. Ich lieb's. Ich hoffe, der Wind ist nicht so stark. Oh, wir hätten auch einfach hier unten parken können, Freunde. Naja. Kein Problem. Wir sind auf jeden Fall auf der Suche nach ein Klo. Weil wir müssen dringend pipi. Oh Gott, ich hoffe, das ist echt nicht zu stark mit dem Wind. Ach, Herr Jemini, I'm so sorry. Dann war man halt hier. Das ist cool. Nochmal einen Kuss längeren. Ah, wir haben zwei babykleine Kugeln Eis geholt. Richtig voll. Oh. Die sind also ganz klitzekleine Kugeln im Vergleich zu meiner Hand. Ganz klar. Aber für den Preis immerhin angemessen. Ja, also so, das sind fast $11, ne? Aber läuft. Schmeckt es, Luca? Also ich glaube ja. Komplett und wir können wieder abreisen. Oh nein! Ja, meine Münze. Oh nein, ist sie hässlich? Nein, sie ist besonders. Next day, next in and out. Übrigens, wir lieben das hier, free refill ist, ne? Wir lieben das, wir lieben das, wir lieben das. Und schreien Sie mich bitte nicht so an. Wir haben auch schon Klamotten besorgt, aber die haben wir bestellt, weil da gab es mehr Auswahl. Ich hab so, guckt euch das an. Oh Gott, so lecker. Food, food, food. Cheeseburger? Diese sind alle für uns. Alle, das sind alle Cheeseburger? Ja. Das ist Christina und Luca. Ja, guten Fooden. Kann ich mein Drinky haben? Beste Limonade übrigens, by the way. Das war's mit dem Vlog. Ich hoffe sehr, dass er euch gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und auch einen Kommentar da. Ansonsten könnt ihr hier sehr gerne in meinen letzten Vlog reinklicken. Hier unten findet ihr die Playlist. Hier gibt es den Vlog von vor genau einem Jahr. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog.